Wo springen wir hier noch mal? Springt überhaupt? Nirgends. Konnte der nicht springen? Doch, der konnte auch springen, oder? Ah, das ist hier so eine Stachelratte. Ja, speichert aber auch nicht unbedingt selten, ne? Das ist schon mal gut. Nur, dass es dann so stockt, das nervt mich dann doch schon. Da ist die Hütte. Bäm. Erwischt. So, jetzt mal gucken, ob hier irgendwo nicht was versteckt ist. Da ist noch eine Pflanze. Und Goldmünze. Und da liegt auch was. Ein kleiner Heiltrank. So, Beeren. Okay. Da haben wir ein Lagerfeuer. Da können wir dann auf jeden Fall Sieh gleich mal, braten. ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Naja, im ganzen, in der ganzen Welt geht was Komisches vor. Irgendwelche Götter sind abgehauen und haben irgendwelche Wesen freigelassen. Na, komm rein. Einfache Truhe. Stuhl. Man kann sich auch einfach hinsetzen und ein bisschen abchillen. Bringt nur nichts. Brot. Einfache Von Truhe. Fässerknacken verstehe ich nichts. Ah, okay. Sieht ziemlich blutig aus. Ja, aber den Besen können wir erstmal hier sauber machen. Ein Bett. Ein Schlüssel. Finde den Schlüssel im verlassenen Haus. Grog. Aber gut. Bett, da müssen wir uns heilen können. So. Das ist eine Blutspur. Ah, ich glaube, genau. Mit dem Wasser, wenn wir es trinken, können wir uns, glaube ich, auch heilen. So kriegen wir uns dann auch wieder voll und können ressourcensparend umgehen. Man braucht halt nur einen Moment, bis wir dann da alles getrunken haben, bis wir wieder voll sind. Aber das ist ja an und für sich egal. Ich habe Heiltränke und so lieber für ja, Kampfsituationen oder so, wo man halt nicht die Zeit hat, sich mal eben hinzustellen und ein paar Schlucke Wasser zu trinken. Dass wir gerade gucken könnten, das sind die Quests. Questkarte. Da haben wir noch keine einzige Karte. Erledigt. Händler, Lehrer, aktuell. Ah ja. Das sind, glaube ich, die Gilden, wo man sich nicht ja anschließen kann. Es gibt halt Fraktionen, wie es auch schon von Anfang an bei Gothic immer gab. Wo ist denn jetzt die Sarah? Ach, da sitzt sie. So, noch Fleisch. Hier ist hier noch mehr drumrum. Ich glaube nicht. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich habe einen Schlüssel im Haus gefunden. Worauf wartest du denn noch? Öffne die Truhe und sieh nach, was drin ist. Okay. Aber die Götter bestimmt jemanden. So, Gold? Nehmen wir. Heiltrank? Nehmen wir. Ah, eine Bratpfanne. Können wir jetzt Fleisch braten. Was dann halt mehr Lebensenergie uns bringt, als wenn wir jetzt nur das Fleisch roh essen würden. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Ja, kein Problem. Machen wir doch direkt. So, haben wir die Rezepte: Hähnchenkeule, Brathering. Ne? Und sie bringen halt alle mehr, ja, Sachen halt, wenn sie zubereitet sind. Dann machen wir mal nur eins. Zack.
richtig lecker aus. Hm, das riecht doch schon ganz gut. Mal eben gerade gucken. Na, falscher Knopf. Hier. Nee. Also, hier sind unsere Ausrüstung, ne? Gegenstände, die wir haben können. Ich habe einen Ring. Moment. Ich will jetzt das anschauen. Was für ein Ring ich habe. Okay, meine Skills, ne? Muss ich erstmal eine Schriftrolle erstellen. Alchemie, Schmied und also ein Kram, Magie, Bogen. Was ist doch jetzt irgendwie? Nee. Da. Also muss ich hier einfach auswählen. Händler geben. Achso, gutes Gold einfach nur dafür. Ich wollte jetzt gucken hier. Gebratenes Fleisch gibt 15. Das ist rohes Fleisch. Achso, bringt roh gar nichts sogar. Und der Hering, wo war der Fisch? Da. Auch gar nichts. Okay, dann habe ich das irgendwie anders in Erinnerung. So, können wir hier noch nach Kategorien gehen. Nur alles ist natürlich dann sehr unübersichtlich. Aber noch haben wir nicht viel. Hier hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Kapitel 1, die verbotene Insel. Mhm. Hast du was zu erzählen? Lass dich nicht unterkriegen. Nö, tun wir nicht. Aber jetzt können wir erstmal noch hier gucken. Da habe ich noch ein Pilz. Den wollen wir haben. Hinten an der Seite war dabei nicht auch noch was. Das heißt, man auch die Gegend sichern, ne? Ach, guck mal, da ist noch ein Lagerfeuer. Eine Heilpflanze. Wird alles eingesackt und noch eine Truhe. Einfache Truhe. Kriegen wir auch auf. Cool. Was haben wir da? Nochmal ein bisschen Gold. Mana-Trank. Und eine Säge. Dieser andere Filz da. Ja. Tja, sonst ist hier anscheinend nix. Also so ein bisschen was weiß ich halt noch ganz grob. Aber viel wird auch nicht mehr. Das ist schon einfach zu lange. Oh, was haben wir denn da? Den sollten wir vielleicht wieder mal beseitigen. Nicht, dass er noch Sarah angreift. Zack. Beeren. Ich weiß gar nicht, ob das sogar... Ich meine mal damals gelesen zu haben, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, dass die auch sterben kann, wenn man irgendwas nicht macht. Weil vielleicht sogar hier, wenn man diesen Wolf nicht tötet, dass sie dann stirbt. Oder so, dass sie einen man den auf einmal tot im Haus findet oder irgendwie sowas. Also es gibt auf jeden Fall auch Entscheidungen, die sich halt aufs Spiel beeinflussen oder das Spiel beeinflussen. Und das finde ich natürlich ziemlich cool, sowas. Dass man auch irgendwie Konsequenzen hat. Deswegen ich auch auf jeden Fall irgendwann mal noch Mass Effect die Reihe spielen will. Die habe ich auch alle für die Xbox 360. Ist aber auch die Xbox One abwärtskompatibel. Was ich, also Spiele, die abwärtskompatibel sind, spiele ich dann doch lieber auf der Xbox One. Schon allein, weil die einfach schneller mit der ganzen Berechnung ist. So. Und? Ah, okay, ich habe gedacht, den hätte ich die erwischt. Aber habe ich. Ist er tot umgefallen. So, nochmal Pilze, Mana-Pilz. Und genau, Risen ist halt nicht abwärtskompatibel. Es sind ja nicht, bei weitem nicht alle Spiele
abwärtskompatibel bei der Xbox. Aber es sind schon mal ein paar Spiele, was schon besser ist als bei der PlayStation. Aber so die großen Titel, sag ich jetzt mal, gerade jetzt so Halo oder Gears of War, oder halt auch eben Mass Effect, die sind dann halt schon abwärtskompatibel. Aber Risen ist da anscheinend für die so ein bisschen zu nischig. Aber egal, dafür habe ich mir dann auch die Xbox geholt. Die ist allerdings irgendwie buggy, die ich hier habe. Das Disklaufwerk, das geht manchmal nicht auf. Das hatte ich jetzt ein bisschen auseinandergenommen. Da ist noch eine Kiste, aber die kriege ich nicht auf. Dann ein bisschen schon Staub befreit. Dann ging es, vorgestern habe ich das gemacht. Die ganze Zeit, kein Problem. Und jetzt, wo ich da gerade die Aufnahme hier starten wollte, das Let's Play, die CD einlegen wollte, dann hat, da ist so eine Ruine, genau. Eine Blutfliege oder irgendwie sowas. Ja, eine Motte. Grabmotte. Was früher die Blutfliegen waren bei Gothic, sind bei Resident die Grabmotten. So. Was wollte ich denn sagen? Ah, genau, mit meinem Laufwerk da, ne? Ja, das ist halt ein bisschen buggy leider. Ein bisschen düster hier. Ich meine, ich hätte gerade was gehört. Boah. Wo ist das so dunkel? Und tschüss. Ah, das ist eine Grabmotte wieder. Komm her. Und bam, erledigt. Ich sollte vielleicht die Fackel anmachen. Aber ich weiß gar nicht. Nee. Was? Was war denn jetzt hier? Wollte ja nicht die der Grabmotte Sachen geben. Eine schwere Truhe. Aber die kriege ich komischerweise auf. Dynamitertrank, Wasser und eine Fackel. Ja. Einfach weggedreht. Wollte ich ja gar nicht. Da war da noch mehr. Minze. Warum dreht der sich immer so weg? Nee, nach oben war das Inventar, ne? Genau. So. Ja, die verbrauchen sich. Nicht so wie bei Technomage. Wo die Fackel die ganze Zeit schön bleibt. Wein und nochmal eine Fackel. Aber halt hier ist noch ein bisschen was rausgeholt, ne? Dass wir jetzt hier runtergefallen sind, ist ja erstmal nicht so wild. Erfolg freigeschaltet. 10G-Abenteuer. Mhm. Ah ja. Aber wir haben ja schon im Intro gesehen, wie diese Ruinen hier aus dem Boden gekommen sind. Also hier so Kristall, die so aussieht wie Mana-Kristall. Also ich hatte ja schon immer das Gefühl, also Piranha-Bytes hat ja die Rechte an der Marke Gothic verloren gehabt. Ah, genau, da sind wir runtergefallen. Und dass sie halt mit Risen schon auch etwa ganz Zeit bei ihrer Marke dann doch wieder zu theoretisch bleiben wollten. Also sie wollten schon, dass man das auch erkannt hatte, ne? So. Mal, von hier bin ich gekommen. Hier kann man rauf. Ah, hier, da. Noch eine Fackel und ein kleiner Schild. So enden wir alle mal. Ja. So oder so ähnlich zumindest. Schild anlegen. Deswegen sei immer gucken, immer die Augen offen halten, wenn ihr ein Piranha-Bytes-Spiel spielt. Es gibt überall irgendwas zu holen. Es lohnt sich. Kleiner Heiltrank, da ist noch eine schwere magische Heilung. Oder schwache. Ich bin jetzt nicht schnell genug gelesen. Ich glaube, schwache oder schwere.
für so am Anfang des Spiels. Wäre dann ein bisschen zu krass. So, zur Gegner Konterparade auszulösen. Auf jeden Fall bringt es auch verdammtes Kaputte. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte... Ah! Was ist denn das hier? Darf ich jetzt auch mal? Mistviecher. So, das Zeug hier nehmen. Sollte aber noch eben hinter diese Ruine gehen. Ich meine, da wäre noch was gewesen. Oder nee, hier bin ich. Nee, hier bin ich ja hinter der Ruine. Ah, da geht's der Weg rauf. Weiß nicht. Oder was? Ja, hier. Bam. Zack. So wollen wir das. Nicht getroffen werden. Aber den Gegner schön schnell besiegen. Bisher hatten wir noch kein Level up, ne? Ah, da oben steht's, Erfahrung. 975 haben wir, 1500 brauchen wir für den nächsten. Ja. Mal gesehen, es gibt halt auch verschiedene Resi. Das finde ich auch immer ziemlich cool. Fand ich auch echt schade, dass sie bei WoW die Resi abgeschafft haben. Das hat teilweise wirklich schon noch ein bisschen ja, andere Herausforderungen gebracht. Den Content nicht so schnell durchgelebt. So ein bisschen Resi farmen musste. Ich fand das eigentlich ziemlich cool. Deswegen, ich bin auch eigentlich auch ein großer Fan von Classic oder BC. Also ich habe Classic zwar gespielt, aber BC war so meine Hochzeit, weil ich zu Classic relativ spät Classic-Zeiten war. Aber schon noch ins Endgame. Und wir hatten dann hauptsächlich zu grob geredet. Und verdammter Keiler hier, ey. Scheiße. Ah, da suhlt er sich da direkt. Die Sau, ey. Aber das automatische Speichern war ja gerade kurz vorher erst. Ah ja, diese Bilder hier. Ich erinnere mich wieder. Die immer da während des Ladens waren. Das ist eben der Hof von der Inquisition gewesen. Hat man immer so Orte schon gesehen, die man vielleicht noch nicht bereist hatte. Oder so. War schon ganz cool. Da die Ruine wieder. Gut, lassen wir den Keiler erstmal Keiler sein und heilen uns da am Fass, bevor wir den angehen. Oh. Ist hier auch noch? Ah ja, hier geht's generell irgendwie noch weiter. Dann gehen wir doch erstmal zu der Hütte. Ich meine, da wäre nämlich jemand. Oder war das hier von wegen mit der Entscheidung mit Sarah? Dass man jetzt dem da irgendwie erzählen musste, dass die da ist. Und dann wird die gerettet oder irgendwie sowas. Wenn du das nicht sagst, dann ist die dann tot. Irgendwie sowas war da auf jeden Fall. Meine ich, dass die auch sterben kann. Was mir gerade einfällt, hier treffen wir auf jeden Fall auch Charaktere. Oder zumindest einen mindestens. Von dem dritten Teil. Also, das ist eine fortlaufende Geschichte. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Also, was willst du hier? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt! Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden.